Hallo, ihr Hübschen, ich schwelge in Erinnerungen und ich bin seit 2017, also ich meine eigentlich bin ich seit 2014 dabei, meine Wohnung zu entrümpeln oder auch zum Aufräumen und zu was weiß ich, aber leider ist 2015 und 2000, also 2014, 2015 und 2016 hatte ich weniger Zeit dafür, weil ich mich halt in meinen Wunscherfüllung des arbeitsreichen Lebens gestürzt habe und einfach alles immer hochgestapelt habe. Ich gebe es zu. Und weniger Zeit hatte, weil ich ja, wie ihr wisst, oder der eine oder andere, der mich jetzt die ganze Zeit verfolgt hat in den letzten Videos, dass ich meistens von, also 3.30 Uhr bin ich aufgestanden und um 9 Uhr oder so, also 21 Uhr war ich dann zu Hause und da hatte man weniger Zeit, noch mehr aufzuräumen, auszuräumen und zu putzen. Wobei ich wirklich extra um 3.30 Uhr aufgestanden bin damals, so meine Arbeitszeiten, wo ich nämlich, also 5.30 Uhr war mein Arbeitsbeginn und 3.30 Uhr oder fast 3 Uhr bin ich aufgestanden nachts und habe sogar noch vorher, bevor ich meine Tiere versorgt habe, habe ich noch meine Wohnung gewischt, Leute. Also so fit war ich noch, dass ich wenigstens ein bisschen sauber war ich auf jeden Fall, aber ordentlich irgendwie nicht so ganz. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt in meine Erinnerung schwelge, weil ich habe so viele schöne Sachen wiedergefunden erstens. Und zweitens habe ich ja auch schon viel verschenkt letztes Jahr und verkauft und natürlich, ja, entsorgt. Leider. Nicht leider, sondern einfach, also es war sehr befreiend. Also, aber mehr kann ich euch da gerne zu erzählen nochmal. Zu so Befreiungssachen, was ich alles weggeschmissen habe und so. Aber jetzt erstmal zu etwas. Ich habe gedacht, ich hätte das schon weggeschmissen, Leute. Also ich habe wirklich noch alte Fanclub. Oh, fällt alles raus. Oh, warte mal kurz. Alte Fanclub-Hefte von Christina Bach Fanclub. Leute. Also, zu Christina Bach einmal kurz gesagt. Sie ist Sängerin, ich kann auch sagen, Komponistin, auch auf jeden Fall Texterin. Ganz, ganz tolle Texterin, weil sie ja mit ihren ganzen Liedern, die sie so schon getextet hat, also ja wirklich, also ich meine, für sich hat sie ja natürlich auch getextet und für andere Künstlerkolleginnen und Kollegen. Und ich will mal, meinen, Helene Fischer mit Atemlos, das ist halt ihr Superhit in den letzten Jahren gewesen wohl. Und ich habe halt noch alte Clubhefte, weil ich nämlich, also ich meine, sie hat ja selber auch gesungen und damals gab es einen Christina Bach Fanclub. Leute, und das Fanclubheft, was ich hier in der Hand habe, das ist jetzt bald glatt 10 Jahre alt, das ist von 2008. Ich bin so stolz, ich meine nicht so stolz, sondern guck mal hier, ich habe nicht mal diesen Kalender, ja, habe ich bis heute noch nicht aufgemacht, die Türchen. Weil ich gedacht habe, das sieht so schön aus, da darfst du nicht aufmachen, ne. Auf jeden Fall so viel dazu. Und eigentlich wollte ich, also ich rede jetzt viel zu viel, eigentlich wollte ich Christina Bach ein ganz tolles Dankeschön sagen, außerdem habe ich diese auch wieder gefunden. Dankeschön, Christina Bach, ja, Entschuldigung, das Video war... Dankeschön, Christina Bach, dass du so viele tolle CDs von dir rausgebracht hast, wo du drauf gesungen hast und immer noch, also für mich immer noch singst, weil man kann sie ja immer wieder anhören, erstens, und zweitens, ich finde es so toll, was du da überhaupt machst und, Entschuldigung, musste man direkt wegmachen. Und ja, ich bin voller Hoffnung und nicht Hoffnung, sondern ich habe da mal gelesen, so im Internet, dass sie vielleicht doch wieder demnächst selber singt. Hm, ja, vielleicht gibt es ja auch demnächst ein neues Album. Wer weiß das schon, wer weiß das schon? Ich weiß es weniger, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Herz noch für Christina Bach schlägt und dass ich das, also ich finde das total cool, Entschuldigung. Also Christina Bach, also ich, Christina, wenn du das jetzt siehst hier, vielleicht siehst du das ja mal oder irgendein anderer Fan. Ich kann dir sagen, ich habe ordnerweise noch, yeah, ta-ta-ta-ta, also meine Sammlung, meine Christina Bach Sammlung, Leute. Meine Christina Bach Sammlung und das ist jetzt hier der Ordner, wo dann diese, wo ich halt hier Zeitungsartikel gesammelt habe von ihr. Und dann habe ich noch einen Ordner, wo halt diese Fanclub-Hefte, also das sind ja eigentlich keine Fanclub-Hefte, das sind ja richtige Bücher eigentlich so richtig. Also das ist DIN A4, ne? Ja. Ja, und es war sehr schön mit dir. Es war wirklich eine schöne Zeit und ich danke dir wirklich von Herzen. Also ich meine, du hast mir ja auch einen Wunsch erfüllt, Kerl. Ich habe, also Kerl, sag ich jetzt schon,
wir hatten zusammen ein Interview. Also ich habe mit ihr ein Interview gehabt fürs Bürgerradio damals. Und damit habe ich eine ganze Sendung für sie sozusagen verpackt in eine Stunde Sendung. Also ich meine, das Interview habe ich ja letztes Jahr hochgeladen auf meinem Musikkanal, also meinem Musik-YouTube-Kanal. Aber die ganze Sendung konnte ja wenig, also ich meine, das ist ja so viel Musik, also das ist zu viel für YouTube und die ganzen Rechte, ne? Erstens dazu und zweitens sind es wirklich 50 Minuten, also fast, also 60 Minuten fast, wo ich dann, also mit ihren Interviews und dann habe ich da zwischendurch Lieder von ihr gespielt natürlich. Und, was noch? Ach ja, Lieder von denen, die sie selbst gut fand und Lieder, die sie selbst auch getextet hat oder halt Künstler, die sie halt rausgebracht hat, so wie damals Jeanette Biedermann, ne? Das tut unheimlich weh, ne? Das war auch so eine Sache. Also ich meine, sie hat ja ganz schön viele Künstlerinnen und Künstler in den letzten Jahren unterstützt, sogar noch heute. Erstens und zweitens auch, ja, ich meine, hallo, wer kann denn noch sagen, also ich meine, ich kann das sagen, dass ich sogar die CD noch von Marielle habe. Also ich meine, die einen oder anderen würden das jetzt sagen, wer ist die oder was ist das? Also Entschuldigung, ich komme halt aus der Schlagerbranche und aus Volksmusik, ne? Und habe so ein paar kleine und größere Künstler mitbekommen, ne? Und natürlich habe ich auch letztens mal gesagt, also ich meine, vor dem Jahreswechsel erzählt, dass ich wirklich, also es sind so viele neue noch dabei, es sind so viele neue noch gekommen. Also man kann auf YouTube irgendwie Schlager oder Volksmusik eingeben und da kommen dir so viele neue Leute, also ich meine nicht nur neue Leute, sondern auch alte, also ich meine vom Alter her ist das ganz egal, weil das hat damit nichts zu tun, sondern einfach, es ist halt so viel Auswahl, Leute. Es ist so viel Schlager- und Volksmusik-Auswahl von diesen Menschen, die da draußen ihre Musik rausbringen. Und das ist sowas von schön. Ich finde das schön. Ja, ich bin immer glücklich darüber. Dann kann ich mal was Neues hören und ja, wie auch immer. So viel dazu zu Christina Bach. Und ich danke dir wirklich von Herzen, Christina. Yeah. Und ich freue mich, wenn es wirklich mal irgendwann, ach ja, ich schwebe in Erinnerung, vielleicht doch nochmal ein neues Album kommt. Wer weiß. Man darf ja nochmal träumen und wünschen, wobei man darf ja nichts für sich, also man darf ja nur für sich was wünschen und nichts für die irgendwie anderen. Aber mich würde es wirklich freuen, Leute. Tut mir leid. Also ich meine, ich kenne sie ja auch schon, ich meine, ich kenne sie seit meiner Kindheit. Also ich meine, ich hatte sie ja seit meiner Kindheit gehört und mit 14 habe ich sie zuerst, also das ist 20 Jahre her, habe ich sie zuerst live erlebt und das war so herzlich und so schön. Also Leute. Ach, Entschuldigung, ich schwebe halt in Erinnerungen, das tut mir leid. Naja, so viel dazu. Ich möchte jetzt weiter aus dem Nähkästchen quatschen. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, aus dem Nähkästchen und der Schlager- und Volksmusikbranche, macht einen Daumen hoch, schreibt mir an, was weiß ich. Und ansonsten rede ich über alles Mögliche. Ne, ihr wisst Bescheid, ciao. Noch eine schöne Zeit und lasst es euch gut gehen. Tschüss.